Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Bauer! Bei mir steht der Herr Able vom Marstall. Servus. Hallo. Wie ist die Stimmung? Zweite Wiesn für Sie? Wunderbar. Das Wetter natürlich deutlich besser ist wie beim letzten Jahr. Stimmt, letztes Jahr hat es ziemlich geregnet, gell? Ja, genau. Da war es ein bisschen verregnet, aber dafür war es im Zelt dann umso schöner. Aber wir sind sehr, sehr gut vorbereitet und jetzt freuen wir uns richtig, dass es losgeht. Jetzt wollte ich sowieso mal fragen, es ist ja erst Ihre zweite Wiesn. Wie ist es letztes Jahr alles gelaufen? Waren Sie zufrieden? Alles gut? Es war hervorragend. Also wir waren sehr gut in der Planung und es hat sich dann bei dem ersten Oktoberfest auch damit bestätigt. Und wie gesagt, wir sind ja Wiesn erfahren. Wir haben ja mit dem kleinen Zelt schon sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können. Und daraus heraus ist es eigentlich ganz einfach. Was war so das größte Learning, was Sie aus der Wiesn mitgenommen haben letztes Jahr? Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Ruhe zu haben, weil umso größer der Betrieb wird, umso wichtiger ist es, Ruhe zu bewahren. Und ansonsten, sage ich mal, der Genuss dessen, dass man für seine berufliche Laufbahn etwas erreicht hat, wo man sich sehr, sehr, sehr darüber freuen kann und auch das auch sehr wertschätzt. Und ansonsten, sage ich mal, immer fleißig arbeiten. Was ist das Besondere am Marstall? Ich glaube, die Warmherzigkeit und das ganze Flair in unserem Zelt, dass man spürt, dass hier eine Familie, die Wirtsleute sind und dass das Ganze halt einfach mal eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre hat. Ich kann es jetzt schlecht beschreiben, aber ich fühle mich halt wahnsinnig wohl und das ist eigentlich das Wichtigste. Herr Able, wir wünschen Ihnen eine wunderbare Wiesn. Ihnen genauso, okay? Und Gesundheit vor allem. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao.